Gesundheit braucht Verstand und heute beschäftigen wir uns mal mit dem ältesten der menschlichen Sinne, dem Riechen. Der Mensch ist weitgehend ausgerichtet auf das Auge, also das Sehen und auf das Hören. Das Sehen dominiert eigentlich die gesamte Sinneswahrnehmung, aber das Riechen ist der älteste Sinn, den der Mensch hat und der scheint eine große Rolle zu spielen. Was passiert genau beim Riechen? Wir können also Duftstoffe, die um uns herum sind, wahrnehmen, wir können sie analysieren und das löst etwas in uns aus. Es kann Ekel auslösen, weil es ganz scheußlich riecht, aber es kann auch Freude auslösen, es kann uns sogar motivieren, lustig und fröhlich zu sein, weil es ein Duftstoff ist, der uns gefällt. Die 400 Rezeptoren in unserer Nase, die dafür sorgen, dass wir den Riechstoff aufnehmen können, können natürlich auch die Riechmoleküle so zusammenfügen, dass daraus ganz viele andere Riecheindrücke entstehen. Der Mensch kann ja etwa 10.000 verschiedene Riecheindrücke analysieren. Von diesem Bereich, wo die Riechrezeptoren sind, steigen so ganz kleine Filien auf, so ganz kleine Kanäle zu dem sogenannten Riechkolben in unserer Nase, dem Bulbus olfactorius. Und dieser wiederum ist eine Ausstülpung des Gehirns und steht unmittelbar in Verbindung mit unserem Gehirn. Also es ist quasi unser Gehirn, es gehört zum Mittelhirn. Interessanterweise, und das ist das Besondere beim Riechen, es hat einen ganz besonderen Weg in unserem Gehirn, während nämlich das Sehen, das Fühlen, das Hören zu dem sogenannten Thalamus führen. Das ist quasi so der Pförtner in unserem Gehirn, der alles zuordnen, wo es eigentlich hingehört, aber erstmal auswertet und erstmal einschätzt, wo es denn auch hin muss, zum Beispiel in der Großhirnrinde oder zu anderen Bereichen des Gehirns. Genau das tut das Riechen nicht. Es geht nämlich sofort in eine andere Region, also es passiert diesen Thalamus gar nicht, sondern es geht sofort zur Amygdala, das ist unser Zentrum, was eigentlich so über Flucht und Angriff entscheidet. Also Riechen halt offensichtlich auch was damit zu tun, dass wir richtig reagieren in Angstsituationen, oder es geht sofort ins Vorderhirn, wo bestimmte Analysen gemacht werden und das Riechen richtig einschätzen können. Also es hat einen völlig anderen Weg als unsere anderen Sinneseindrücke. Sie kennen die Aussagen, ja, die können sich nicht riechen. Oder wir haben in den verschiedenen Berichten gehört, dass Partner sich danach auswählen, ob sie sich riechen können oder nicht. Das ist tatsächlich so. Und in der Zwischenzeit gibt es sogar sogenannte Pheromon-Dates. Pheromone ist wieder so ein bisschen was anderes als der klassische Riechstoff, nämlich Pheromone sind eigentlich Sexualriechstoffe. Die Tiere haben dafür ein ausgebildetes Organ, das Vomer-Nasorale-Organ oder das Jakobsen-Organ. Das haben sie sehr stark ausgebildet. Beim Mensch ist das ziemlich verkümmert. Man findet da nur noch so ein paar Reste und wahrscheinlich funktioniert es gar nicht mehr so richtig. Aber das ist extra in unserer oder in der Nase der Tiere ausgebildet, damit sie diese Duftstoffe, diese Hormonstoffe besonders gut wahrnehmen können. So, also diese Pheromone, die unterstellt man jetzt auch, dass der Mensch sich dann orientiert über diese Geruchseindrücke, welcher Partner der richtige für ihn sein. Und es gibt tatsächlich diese Dates, diese Pheromon-Dates. Da bringt jeder ein T-Shirt mit, was er 3 Nächte lang vorher angezogen hat. Und dann wird das untereinander ausgetauscht, es wird dran geschnuppert und jetzt soll ich feststellen, wer könnte denn der richtige Partner sein. Kann sowas funktionieren? Nein, es ist schlichtweg wahrscheinlich Unsinn. Das heißt natürlich nicht, dass Menschen nicht unterschiedlich riechen können. Das wissen wir alle, dass das so ist. Man kann sich riechen, man kann sich nicht riechen, aber dieser Duft, den Menschen ausstrahlen, der kommt halt ganz woanders her. Also es sind nicht diese typischen Sexualstoffe, die da wirken, die als Pheromone bezeichnet werden, sondern es sind Gerüche, die der Mensch ausstrahlt, die von seiner Haut ausgehen, die von Bakterien ausgehen, die seiner Haut aufgelagert sind. Das ist was anderes und das nehmen wir auch tatsächlich über unser Riechorgan und nicht über ein spezielles System auf.
Allerdings können wir sehr wohl solche Unterscheidungen treffen. Zum Beispiel hat man Untersuchungen gemacht beim Schweißgeruch. Schweiß, also Achselschweiß, der kann entstehen, weil der Mensch Ängste hat, oder er entsteht auch, weil ich mich zu sehr angestrengt habe. Und genau das hat man herausgefunden, dass wir das tatsächlich unterscheiden können, ob es Angstschweiß ist oder ob es der Schweiß ist, den wir absondern, weil wir uns zu sehr angestrengt haben. Also so ein bisschen was scheint da doch dran zu sein an diesen Pheromonen, die der Mensch auswerten kann. Das Tier kann es ohnehin, weil wenn der Hund unten an der Laterne schnuppert, dann stellt er nämlich gleich fest, nicht nur, dass es sein Artgenosse war, der die Laterne vor ihm genutzt hat, sondern er stellt auch fest, ob dieses Tier möglicherweise schwach war oder stark war, ob es Männlein war oder Weiblein war. Also er hat einen ganz anderen Prüfmechanismus, wenn er seine Nase einsetzt und diese Pheromone auswertet. Also, was bleibt, ist auf jeden Fall, dass wir riechen müssen, um Anregungen für unser Gehirn zu bekommen. Denn alle Sinneswahrnehmungen sind Anregungen für unser Gehirn. Also es ist eine wichtige Information, die unser Gehirn braucht, damit wir richtige Entscheidungen treffen, damit wir unsere Situation, unser Umfeld gut einschätzen können. Wir können riechen, ob es irgendwo brennt und so weiter, gehen wir am besten gar nicht hin. Wir riechen wohl Maiglöckchen als besonders angenehm oder Rosenduft und fühlen uns da wohl und sagen, das riecht toll. Und die Industrie hat das natürlich auch genutzt, um Parfüm herzustellen. Aber es ist gleichzeitig tatsächlich eine Anregung für unser Gehirn, nicht nur, dass wir Erfahrungen und Informationen da anheften, sondern immer dann, wenn unser Gehirn eine Information bekommt, dann setzen dort Funktionen ein, sogenannte Botenstoffe bilden sich, die eine ganz wichtige Rolle spielen, damit unser Gehirn in einem guten Zustand bleibt. Diese Botenstoffe, diese Transmitter oder Neurotransmitter, die müssen in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander stehen. Die ergänzen sich nämlich untereinander und ganz bestimmte Regionen bilden ganz bestimmte Botenstoffe aus und so weiter und so weiter. Und unsere Stimmungsschwankungen sind sehr stark abhängig von solchen Botenstoffen. Wenn wichtige Informationen fehlen, weil sie zum Beispiel nicht durch die Nase atmen und insofern das Geruchsorgan gar nicht richtig bedienen können, dann reagiert tatsächlich unser Gehirn darauf. Und es kann sein, wenn der Bulbus olfactorius, also unser Riechkolben, nicht angeregt wird, dass ganz bestimmte Informationen natürlich ausbleiben, aber auch Botenstoffe nicht angeregt werden, die ihrer Gesundheit zuträglich sind. Und so fangen zum Beispiel Probleme der Alzheimer-Entwicklung, also wo das Gehirn eigentlich einen degenerativen Zustand annimmt, die beginnen tatsächlich in diesen Regionen des Mittelgehirns, wo auch der Bulbus olfactorius, also der Riechkolben, zugehört. Also ganz wichtig, Sie müssen durch die Nase atmen, nicht nur um zu riechen, denn Nasenatmung muss ohnehin sein. Ich habe mehrere Videos dazu gemacht. Ganz entscheidender, wichtiger Faktor, um gesund zu bleiben. Dazu gehört auch so ein ganz klein bisschen das Riechen. Denken Sie daran. Tschüss für heute. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken Sie es. Leiten Sie es weiter an Freunde und Bekannte und abonnieren Sie es, denn dann werden Sie beim nächsten Mal informiert, vor allen Dingen, wenn Sie noch den kleinen Klingelknopf daneben drücken, wenn wir ein neues Video senden. Und unter dem Video können Sie natürlich wieder Ihre Beiträge leisten. Wir versuchen dann so schnell wie möglich auch Antworten darauf zu geben. Tschüss, danke für heute.